Yo Leute, willkommen zu Fuck is Lagged. Echt? Ja. Bei mir läuft's flüssig. Warte kurz, ja, dann nimm's auch nicht auf. So, geht weiter. Die Kraftkorruption ist auf der niedrigsten Höhe. Also, was machen wir hier? Wir spielen Mirror's Edge. Also, wir nennen's mal Let's Run ohne Waffen. Wir wollen so weit kommen wie möglich, ohne einmal eine Waffe abzufeuern. Also, es ist möglich. Ja, wer zuerst geschossen hat. Also, ich muss die Regeln noch anders erklären. Waffen sind erlaubt, solange man nicht auf Gegner damit schießt. Ja, Glas kaputt schießen oder so ist damit erlaubt. Ja, das ist so. Und Leute, ich werde nicht so viel kommentieren können. Ich habe mir gerade die Weisheitszähne ziehen lassen. Deshalb Lehme. Okay, ich bin vielleicht auch noch sagen muss, wenn man abgeschossen hat, hat man nicht direkt verloren. Man muss einfach wieder laden. Ja. Oder sterben. Es ist einfach fertig, wenn der erste fertig ist, ohne eine Waffe zu benutzen. Genau, okay, wir bereit? Wir nehmen auch beide auf, damit man es. Ja, bereit? Kann. Also, los! 3, 2, 1, 0, okay! Das ist jetzt schon episch! Autsch. Genau. Ich hab vergessen abzuholen, ich hab das Spiel noch nicht so im Griff. Ich schon. Hui! Ja, fick dich, du Schlampe. Okay, zur Erklärung: alles, was rot ist, ist Runner Vision, das heißt, das können wir benutzen, ja, zum Beispiel das hier. Und wir spielen auf Mittel, so eine Info. Er wollte auch leicht spielen. Die Grafik ist bei mir etwas scheiße, aber dafür läuft ich werde noch ein Let's Play davon machen, wo ich Waffen verwende werde. Das Let's Run wird eine Weile dauern, würde ich sagen. Ja, kommt drauf an, wie wir vorankommen, ne? Ja, wir failen sicher ab und zu, müssen vielleicht mal mit einer Waffe schießen oder so. Natürlich. Nein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt vorkommen wird, dass wir schießen. Wir werden vielleicht eher sterben. Also, nur damit du es weißt, es gibt ein Level, wo man Waffen benutzen muss. Welches? Dort, wo man Dingens machen muss, abschießen muss, des Konvois, da musst du ein Gewehr benutzen. Ach so, ja, das ist natürlich eine Ausnahme. Eben. Ui! Nein, pack doch die! Und wir haben die Dingens übersprungen, die, das Cutscene, das Training, ja. Das kommt dann später und die Cutscene, wenn wir alles überspringen, die werden dann später beim Let's Play folgen. Und ich bin schon das erste Mal gefailed, super. Echt? Ja, die Schlampe packt die Röhre nie. Wie ich dir ja schon mal gesagt hab! Gottverdammte Schlampe! Das liegt vielleicht daran, dass ich immer auf die falsche Röhre ziele. Und ich erkenne Hallo. Gar nicht alles so genau, weil. Ich bin tot! Erstens ist oh mein die Gott! Auflösung voll und schwul. Jetzt pack sie! Nein, ich spring daneben! Oh mein Gott! Und die Grafikeinstellungen sind auf niedrigst. Achso, warte, ich mach noch kurz Soundoption. Oh, nicht Steuerung, und Idiot. Was ich kurz sagen muss, es läuft flüssig. Ja, bei mir auch, das finde ich geil. Tierisch geil. Endlich und mal ein Spiel, jetzt. Das flüssig läuft. Ja, sie hat sie gepackt. Bist du bei den Röhren? Ja, du auch. Nein, ich bin schon viel weiter. Ich Scheiße. Bin schon da, wo man fliehen muss. Scheiße. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit drauf und merkt ihr das. Aber wer schlussendlich zuerst fertig ist, hat gewonnen. Nee, es kommt nicht auf das drauf an eigentlich. Sondern. Eigentlich auch mal, es kommt eigentlich nur darauf an, dass wir beide durchkommen. Ja, aber wer zuerst fertig ist, ist trotzdem besser. Schon klar. Moment, nochmal Sounds. Aber hören wir auf, wenn der eine fertig ist? Ich weiß nicht. Dann bringt das eigentlich nichts mehr. Und dann hört einfach der alte auf. Aufzunehmen, natürlich, denke ich. Könnte man auch machen. Ah, die Wahnsinnigen schießen auf mich. Ach ne, du sagst. Hui! Aber ich denke, es ist schon möglich, das Ganze ohne durchzuspielen, ohne einen Schuss abzufeuern. Payload hat es geschafft. Hat er die komplett. Waffen komplett. Ich hab's mir durchgeschaut, es ist komplett. Ich spiele jetzt auf Optik. Zack! Nein! Spielst du auch auf Optik? Ja, ich habe ihn gerade entwaffnet und werf die Waffe jetzt weg. Mit dem Abrollen und so habe ich einfach die Schwierigkeit, ich weiß nicht wieso. Ich mag Schleifen. Ich auch. Erinnere mich irgendwie ein bisschen an Bulletstorm. Abrollen, damit habe ich echt ein Problem, aber ich schaff's in letzter Zeit schon. Ui! Hoch da, ne? Weg mit der Waffe und weiter. Oh nein, ich habe einen Schuss abgefangen. Oh Gott. Wie geil, dass das Spiel flüssig läuft, ne? Ja, echt? Mein PC hat dich zugetraut, weil mein PC stabil ist. Im Gegensatz zu deinem.
Weil bei ihm leckt es immer, auch wenn er einen super Prozessor hat, einen super gut. Oh, Cutscene abbrechen. Und Leute, hier braucht man normalerweise recht lange, bis man checkt, was man machen muss. Bei dem Heli? Ja. Ah, da bin ich auch gerade. Ja, ich bin da. Warum bin ich jetzt im Hauptmenü gelandet? Oh, sie hat sich den noch gepackt. Also ich ich verstehe, Hero, ich verstehe das. Wir sehen uns im Spiegel. Was? Oh, sorry, das war der falsche Account. Ich verstehe. Weißt du, was das Problem ist? Was? Vermutlich dürfen wir jedes einzelne Kapitel einzeln laden. Ja, das kann schon sein. Also, ich bin jetzt in Kapitel 2, ne? Ja, ich jetzt auch. Also, ich komme. Bist du auch im Hauptmenü? Nein. Ja, komisch, egal. Wahrscheinlich also müssen wir es so machen, dass wir einfach die Kampagne anfangen, bis dahin spielen, wo wir jetzt waren. Und dann so machen, checks. Ja. Weil wir können die nächsten Kapitel gar nicht laden, das ist voll schwul. Stimmt. Wir machen okay, Leute, dann machen wir einen Schnitt und machen wir das nochmal. Ja. Also, bis gleich, tschüss. Bis gleich. Okay. Jo. Okay. Das hat jetzt 3 Stunden gedauert, muss ich echt sagen. Okay, klar. Kannst ihn überspringen. Ich weiß, sobald Kapitel geladen steht. Ich werde dich sowas von fertig machen. Nee, nein. Du? Und ja, let's go. Das Kapitel muss manchmal laden, dann sobald es fertig geladen hat, werden die Kassen überspringen. Mann, mach schneller, du Sau. Bei einem Let's Race wärst du voll das Opfer im Fall. Ja, weil du laden. Ich? Ach so, weil ich länger laden muss, na klar. Ja, ich bin jetzt schon langsam zum Game wieder. Ich Sau. Du Arschloch. Zum Glück gibt es bei den Mario Games keine Ladesequenzen. Stimmt. Ja, also ich habe jedenfalls Let's Races mit ihm geplant, aber ich weiß ja nicht, ob er will, weil er keine Chance hat, meint er. Ja, ist so. Ich bin auch nicht so der Pro, also klappe. Oh, ich bin so bedeppert. Nein, das ist unter Hochspannung. Ich spring dagegen. Mann, jetzt liege ich voll zurück. Was geht denn hier ab? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß, dass ich voll zurückliege, ist doch mal schon klar. Ich weiß den Weg nicht mehr. Ist doch doch, ich weiß nicht, ja. Ich liebe diese Sprünge, what the fuck? Das war so knapp, Leute. Ey, ich liebe diese Sprünge so, wo man, wo man an irgendeinen Gegenstand hochspringt und dann voll fliegt. Ja. Bullet time! Und Sprung. Dieser Sprung muss gut getimt sein, damit er klappt, Leute. Ach, jetzt müssen wir doch in das Hochhaus, oder? Jetzt treffen wir unsere Schwester, was wir leider nicht zeigen. Ja, jetzt später. Let's play. Genau, das ist kapiert. Ich find's geil, dass es so mit 30 Frames flüssig läuft. Schneiden wir die Aufzüge raus? Würde ich schon sagen, ja, das ist ziemlich langweilig. Okay, Leute, dann bis. Immer, wenn wir wirklich was zu erzählen haben, werden wir sie nicht rausschneiden. Ja, okay, dann erzähl. Nee, jetzt nicht. Ich meine, wenn wir vielleicht irgendein Thema haben. Okay, ich bin im Aufzug, du auch? Ja, okay, also, tschüss. Tschüss, los. Mirror's Edge, Mirror's Edge, keine Ladezeit und so. Wow, voll geiles Game. Aber der Lift ist die Ladezeit, Leute. Und mit der Alt-Taste kann ich mich automatisch zu meinem Ziel ausrichten. Ja, das ist so. Hast du super rausgefunden. Fein, Ali, nicht Ali. Lol, was ist mit dir los? Nee, ich bin bekifft. Ja, man merkt's. Das war eigentlich die Idee. Ich werde beschossen. Mann, warum dürfen die schießen und hier nicht? Die müssen sich doch auch an die Regeln halten, oder nicht? Schön wär's. Ja echt, dann hätten die hier keine Chance, dann würde ich hier sowas von verprügeligeli. Verprügeligeli! Null Chance. Ja, wohin? Ja, nirgends. Nein, Gegner! Fuck, 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 fuck. Guck mal, Gegner. You don't know anything. Doch, ich weiß alles. Zack! Nee, das kommt bei einem Portal 2 Trailer, boah. Ach ja. Hey! Oh scheiße, den kann ich nicht treffen. Hallo. Scheiße, ja, ich bin tot. Hallo? Hurensöhne. Hallo? Okay. Nochmal, los. Hallo? Wieso bin ich jetzt auf die Schnauze gefallen? Übrigens, sie hat auch das Tourette-Syndrom. Ach so, ja, natürlich. Sie hat shit gesagt. Oh shit! I love you. Das wollen wir jetzt nochmal nicht so vertiefen. Fick. Sucht nach der Tourette Gay. Tourette Gay. Direkt geil, sorry Leute. Ich bin ganz knapp entkommen, ich habe jetzt sowas von Zeit verloren. Wo bist du? Ich muss das nochmal machen, ich weiß nicht wohin. Was? Bist du gestorben? Muss ich durch den Lift?
Nee, der Lift läuft nicht. Irgendwo muss er diesen Wand. Ey, die schießen die Schrotflinten durch das, durch den Lüftungsschacht. Du musst dich nach einem Lüftungsschacht oben, irgendwo oben umsehen. Nee, da bin ich eben nicht. Ah, ich weiß wo. Ich hab's gefunden. Scheiße, nicht geschafft. Ich werde, glaube ich, beschossen. Oh, diese Szene ist voll episch. Ich werde voll beschossen, das macht das Ganze noch viel epischer. Nein! Die ersten Frames! Ich werde beschossen! Hui! Nein! Die Schlampe hat sich nicht festgehalten. Ich hasse sie. Ich gebe dir dafür die Schuld. Hey! Was denn? Ne, es hat nicht geklappt, was ich wollte, aber es klappt so nicht. Ich dann liebe es, Typen aufzutreten. Das aufschlagen mag ich wenig. Oh, scheiße, die die Polizei kommt. Hey, da wollte man nicht beleidigen werden, ne? Nö, wir doch nicht. Nee. Die wollen die Tür öffnen, Söhne. Achso, da. Hero? Ich hab mir gedacht, um Bulletstorm, wenn du sie mal kaufen würdest, könnten wir auch sowas machen, ohne Waffen. Das wäre das auch möglich. Kann man das nicht machen? Bulletstorm doch, Bulletstorm kann man machen. Bulletstorm ist ein Baller-Game, also. Nö, ich hab's auch fast ohne Waffen geschafft. Ja, wie willst du denn die Gegner treten? Treten und die Umgebung nutzen. Schade. Peitsches wäre aber erlaubt, ne? Ja, Peitsches erlaubt, natürlich. Und Detonation mit der Peitsche und so wäre auch erlaubt. Ja, das gibt es später. Explodierende Peitsche. Ui, und das hast du. Okay, Leute, das wird jetzt lustig. Epischer Sprung. Ich bin auf dem Trampolin verreckt. Yay! Bullet Time! Ich nutze den Bullet Time gar nicht, du bist ein Psychos. Was? Ich nutze den Bullet Time. Ist, 21 Uhr grad? Nee. Doch, ich hab's gehört. Ja, aber die Schlampe überlebt auch alles, ne? Ja, das ist schon. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich glaube, er hat genau dort gespeichert, wo ich gestorben bin. Kann das sein? Ja, auf dem Trampolin, wo ich verreckt bin, hat er gespeichert. Ist doch schön. Schaffen wir es, Leute? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Na klar! Bist du ehrlich? Wo muss ich hin? Hallo? Ich werde von meinem Helikopter verfolgt. Der geht alles verlaufen, so. Use the All-Taste. Dahinter. Dahinter ist aber gar nichts. Was war das? Muss ich die Tür auf? Nee, muss ich nicht. Ich werde. Ich bin getroffen. Vorhin war da noch gar nichts. So. Hilfe, ich bin tot. Die haben mich kaputt geschossen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das mal schaffe in einem sogenannten Let's Race. Achso, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass hier ich in diesem erschossen werde. Wieso bist du so still? Weil ich Zahnschmerzen habe. Achso. Echt? Ja. So, jetzt hab ich den Ding gefunden. Idiot. Selber Idiot. Nicht du, sie. Dann musst du sagen Idiotin, sonst fühle ich mich angesprochen. Schießen auf mich. Okay. Hey, die halten sich nicht an die Challenge. Coach? Diese blöde Schlampe hat sich nicht. Oh Mann. Scheiß Speicherpunkt. Oh, blöde Schlampe. Ja. Oh. Es hat es kurz geleckt, was soll die Scheiße? Manchmal hat man so kurze Frame-Einbrüche. Ja, das hat man, das ist echt so. Aber Mirror's Edge hat nicht niedrige Anforderungen, muss ich schon sagen. Ja, stimmt, aber natürlich läuft wieder, keine Ahnung, ein altes Game läuft natürlich wieder nicht flüssig, ist ja klar. Potter, die Kammer des Schreckens. Genau. Die halten sich nicht an die Regeln, die spielen mit Saves. Das hat nichts mit Mirror's Edge zu tun. Also, es gibt hier keine Saves, also nicht nachfragen, ob es hier Saves gibt oder ob wir fertig mit Saves spielen. Nicht. Oh, ich bin ziellos. Okay, da vorne kommt. Hallo? Hilfe, danke. Die Typen schießen auf mich. Kannst du denen sagen, sie sollen aufhören? Da kommen Gegner, Leute, und die tricksen bis mal fix aus. Wo bist du eigentlich? Doch beim nächsten Fahrstuhl. Nein, oder? Du hast mich genau aufgeholt. Hallo? Da bin ich nicht.
Tschüss, also, tschüss. Schnick, Schnick. Ja, tschüss.